Säue, dein Eierhäse, da sind wir auch mal wieder bei einer weiteren Lestrennrunde. Dead Spatze! Tote Spatzen im Weltraum. Im letzten Part haben wir ein bisschen was geschafft, würde ich sagen. Deswegen mache ich jetzt den Wartungssektor auf und mache das Frachtlager wieder zurück. Wir könnten jetzt natürlich dieses komische Modul abgeben. Aber ich würde mich erstmal gerne an... Wie viel habe ich eigentlich an Munition? Viel. 25, 25, 14. Okay. Sollte reichen. Hier kommen wir zum Frachtlager. Das ist cool. Ich wusste es. Wie sehr möchte man sich einkacken? Yes, yes, ja. Oh, alle! Die busen hier erstmal ein. Gern kaputt hauen. Kann ich das auch zerschießen? Ja. Ich hab hier genug Muni. Da liegt noch was. Bronze, warte mal, Bronze, was? Bronze Halbleiter. Ein letztes Mal verkauft es im Shop, um Credits zu erhalten. Oh, schniekig, schniekig. So, ich würde sagen, wir verziehen uns erstmal dahin, wo wir ursprünglich hin sollten. Und zwar da. Ja, das möchte ich jetzt nicht. Ich möchte erstmal hier die Monorail-Geschichte mir angucken. Denn hier sollten wir ursprünglich... nicht mal hin. Was geht denn ab, ey? Ah, das Stasi-Modul. Hätte ich doch mal hier zuerst herkommen sollen. Das ist natürlich cool. So, Stase-Verlangung, Gegner und Lebenshilfe halten und dann Stase, Alter. Putzel. Hier kann ich meine Stase wieder aufladen. Schick. Wir haben eine Zerstörung auf dem Weg zum Wartungssektor. Kannst du das reparieren? Nein, aber ich habe einen Stase-Motor gefunden. Wenn ich schneller bin als... Ich schaffe das. So. Ein Stase-Pack. Y kann ich meine Stase aufladen und ich kann hier speichern. Das ist schon mal schniekig. Ja. Stell dir vor, ich wäre mit der Monorail gefahren. Einfach so. Ich sollte vielleicht doch mich erstmal an die Story halten. Ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Im letzten Part habe ich da ein bisschen Mist gebaut. Aber das hole ich jetzt alles nach. Gut, ey. Badezimmer. Erstmal ein paar nackte Eulen begrapschen. So. Das muss immer sein. Hallo, ungefähr. Weil falls die wieder aufstehen... Habe ich da nämlich keinen Bock drauf. Alle zertanzen hier, ey. Alle zertanzen. Ihr geilen Tanzbüterichs. So. Da
Dann lade ich mal meine Stause auf. Wenn ich hier schon mal gerade Stause kriege, dann nehme ich die auch gerne mit, ne? Medipacks, immer gebrauchbar. Gibt's eigentlich auch HP-Ecken? Man kann immer Stase aufladen, aber... So, oh. Ich sehe schon wieder kommen. Oh, diese Stimme. Ist doch gut. Isaac. Oh, ein Audio-Log. Nachricht abgerufen. Benson am Maschinenraum. Habt ihr ein Stase-Modul? Wir brauchen eins in der Monorail-Wartung. Sofort. Der Autolader ist hinüber. Hier ist ein kaputter Monorail-Waggon auf den Schienen. Und wenn alles blockiert ist, wen rufen Sie dann wohl? Hier, Tempel. Wir schicken ein Stase-Modul. Was ist denn mit dem automatisierten Lader? Keine Ahnung. Hier geht gerade irgendwie alles kaputt und... Und ich höre Dinge. Unten in den Gängen, wo niemand sein kann. Weißt du? Ich weiß. Ich weiß. Das ist eine Antwort. Ich höre Dinge. Ich weiß. Woher weißt du das? Wenn das dir gerade zum ersten Mal erzählt. Willst du mich eigentlich hier roffeln? Reparatursystem online. Ladesystem reinitialisiert. Da ist eine Monorail. Fehlfunktion des automatischen Laders. Bitte wenden Sie sich an einen Reparaturtechniker. Na, zum Glück bin ich einer. Schade, dass Isaac nichts kommentiert, so von wegen Moin, ich bin einer XD. Kuppelblase, ey! Wie, ist einzeln abgefetzt, hat das richtig bis in den Knochen runter, das ist ja voll neu. So sieht halt was vorher nicht. So, was war doch mal hier mit dem... Rechter Ladegreifer wurde gelöst. Konntest du den Monorail-Waggon bewegen? Der automatisierte Lader ist kaputt, aber die Stasis sollte ausreichen. Es kommt aufs Timing an. Super. Aber beeil dich, okay? Hier unten hat man alles. Es war dumm. Rechter Ladegreifer. Rechter Ladegreifer wurde gelöst. Rechter Ladegreifer befestigt. Und jetzt? Du Kackvieh, ey. Rechten kleinen Mistviechers. Hast du was gedroppt? Oder nicht? Ja, doch. Dankeschön. Defekter Monorail-Waggon wird ersetzt. Bitte. Ah, dankeschön. Tanzenei! Ich krieg ein tanzendes Ei im Hals. Na, das ist ja immer noch wunderschön, ist das hier oder was? Geschafft. Der Waggon hat das ganze System blockiert. Ich gehe zur Monorail-Steuerung.
Dort kann ich dir eine Fahrgelegenheit zur Brücke besorgen. Gut. Beeil dich. Ich höre komische Geräusche direkt unter meinen Füßen. Das finde ich, der pupst heimlich. Der heimliche Pupser aus der Nachbarschaft. Geht. Hör auf, mich anzuwidern. Komme ich denn jetzt zurück? Ich weiß es nicht. Das ist das Badezimmer. Ah, hier. So, jetzt muss ich hier wieder durch diese extrem geile Tür. Schön. So. Mann, Mann, Mann. Gab es ja eigentlich auch so ein komisches Ding, um dich doch durch die Gegend teleportieren konnte? Ein bisschen wie so eine Gravity Gun. Ey, der kann ja Säure kacken. Oh, Ferkel. Höre auf. So, gibt es hier irgendwo was zum Leckern? Schleckern? Noch ein kleines Schleckermäulchen. So. Jetzt gehe ich hier erstmal die komische Sache da einpflanzen. Platine reinstalliert. Systemneustart abgeschlossen. Wundervoll. Wartung abgeschlossen. Monorail wird angefordert. Sehr schön. Alles sauber. Ich hab's am Monorail. Und ich? Ihr verzieht euch und ich sitze hier und habt Spaß. Wir sind an Bord. Das Dach wurde getroffen, aber es ist noch intakt. Die Quarantäne ist aufgehoben. Der Weg zum Hangar ist frei, aber die Kommunikation ist tot. Seid vorsichtig. Wie ist der Plan? Du und Johnson repariert die Carrion. Wir melden uns auf der Brücke. Standard-Notfallprotokoll. Protokoll? Hier sterben Menschen, Hammond. Ich werde nicht noch mehr verlieren. Halten wir uns an die Vorschriften, dann schaffen wir es auch. Hoffentlich. Ich soll zu Kellyn zurückkehren. Okay, ich habe zwar kaum noch HP, aber Momentchen kurz. Ich mache einmal kurz einen kleinen Abstecher in die Heildatenbank. Ich habe zwei mittlere. Was ist denn, wenn ich ein mittleres benutze? Das heilt mich voll, oder? War vielleicht unnötig. Egal. Ich werde im Laufe des Spiels noch einige Heilpacks bekommen. Und wahrscheinlich... Egal. Auf gut Glück speichere ich jetzt einfach da. Wenn ich jetzt gleich irgendwo ein Health-Terminal oder sowas bekomme, dann selber Pech. So, versuche ich mich mal... dieser Kellyn zu schmuggeln. Kellyn Rebellion, Alter. Ist das beschissen, ey. Warum spiele ich eigentlich Horrorspiele? Ich hasse es doch, mich zu gruseln. Einmal wieder hoch. Huh. Ja. Spaßig, spaßig. Ich weiß, was mir fehlt. Und ich werde es demnächst wiederholen. Meine Fahrstuhlmusik, Kinders. Die Fahrstuhlmusik des Grauens fehlt. Ich würde gerne nachladen. Schön. Bleibst du hier? Okay, mir doch egal.
Ich nehme mal einfach alles mit. Hier ist nämlich auch noch so ein Zeugs. Lag da was? Nee. Okay. Aber hier. Hey! Tanzen! Lass das Tanzbein schwingen, Baby. Ich habe Bock zu tanzen. Okay. Whee! Die kommen ja auch rein! Ah! 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 Tanzwut! Reicht jetzt. Da hat's doch ordentlich gematscht im Hinterhof. War mir klar, dass du da runterkommst, mein kleiner Freund. War mir klar, dass du nach vorne kommst, du kleiner Freund. Ich hab dich doch gehört, ey. Oh. Geigenmisshandlung ist back for good, ey. Hier hat alles angefangen. Der ganze Spaß. Der ganze Schinken. Der ganze Lachs. Isaac, wir sind auf der Brücke, aber hier sind keine Überlebenden. Daniels versucht, auf den Hauptrechner zuzugreifen. Hier kann ich speichern. Das heißt, es ist ein sehr sicherer Raum. Ich speichere erstmal. Wichtig ist immer den Spielstand. Und ja, ich spiele auf einfach, ihr habt es gesehen. Denn ich bin mittlerweile zu alt dafür. Ich stelle mich auch so an, außerdem spiele ich mit Controller. Es ist nicht so einfach wie mit Maus. Sollte ich aber merken, dass ich irgendwie zu gut durchkomme, kann ich es ja bestimmt immer noch auf Mittel stellen. Mehr als Mittel werde ich nicht machen. Aber ich werde ja auch nicht jünger, ne? Meine Reflexe sind nicht mehr so gut. Wie ihr letztens mitbekommen habt bei Slender, ich pupse mittlerweile schon im Schlaf ein. So, und hier soll ich jetzt was reparieren, während um mich rum offenbar so komische Kreaturen rumkrauchen. Wie soll man denn sowas hier reparieren, Alter? Ist doch unmöglich. Erstmal natürlich den Helm abnehmen. In so einer Umgebung ist das Logischste, was ich machen würde. Isaac Hammond von XX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 X. Erkundigung über familiären Hintergrund. Wir haben folgende über diese Spezialisten herausgefunden, die für die... Ich könnte Hilfe gebrauchen. Ja. Isaac Clark, Isaac-Produktion von Paul und Octavia Clark auf der Erde in der Ostküstenregion von Amerikanischer Republik geboren. Paul Clark war ein preisgekrönter Schiffsarchitekt, der bei der Galactic Union Merchant Marine Corp eingestellt war. Seine Aufzeichnungen zeigen, dass er längere Zeit von seiner Heimatwelt und seiner Familie getrennt war. Nach der Geburt von Isaac wurde Paul vorübergehend in eine GOMMC-Schiffsproduktionsanlage auf der Erde versetzt. Während des vierjährigen Aufenthaltsorts zogen Paul und Octavia Isaac gemeinsam auf. Danach schickte man Paul auf einen längeren Einsatz außerhalb der Erde. Paul hat wohl einen starken Einfluss auf seinen Sohn ausgeübt. Aufzeichnungen zeigen, dass Isaac als Studium des Maschinenbaus und der Elektrotechnik aufnahm, was er mit Auszeichnung abschloss. Medizinischen und psychiatrischen Berichten zufolge hatte die Abwesenheit von Paul Clark tiefgreifende Auswirkungen auf Octavia. Sie litt unter Depressionen und persönlichen Ängsten, bis Ärzte sie ermutigten, eine ehrenamtliche Arbeit auszuüben. Es ist angenommen, dass sie auf diese Weise mit der Unitology-Kirche in Kontakt kam. Oh. Sie stieg in Verbindung mit der Kirche, ihren psychischen Zustand zu verbessern. Die Absage ihrer Therapiesitzungen deckten sich mit den Ankündigungen der örtlichen Kirchengemeinde zu ihrer Einweihungsfeier. Es gibt Hinweise darauf, dass sie einen Großteil der Familienbesitzes verkaufte, um die Vollmitgliedschaft in der Kirche und die für den Eintritt in die höheren Ränge erforderlichen Seelenreinigungen zu finanzieren. Isaac scheint für eine renommierte Ingenieursschule ausgewählt worden zu sein, aber wir vermuten, dass er sich das Schulgeld nicht leisten konnte, da Aufzeichnungen zeigen, dass er stattdessen mit Hilfe von Stipendien und finanzieller Unterstützung eine weniger bekannte Schule besuchte. Nachdem er seinen Abschluss mit Auszeichnung bestanden hatte, meldete sich Isaac bei der Handelsmarine. Er machte sich schnell einen Namen für seine einfallsreichen technischen Lösungen und wurde nach 2 Jahren in eine höhere Position befördert, die näher an den großen Schiffsrouten lag. Isaacs Karriere stagnierte zu diesem Zeitpunkt. Gleichzeitig gibt es Berichte aus der Psychiatrie, dass sich der Gesundheitszustand seiner Mutter verschlechterte und aus den
Bankunterlagen geht hervor, dass Zahlungen an eine psychiatrische Einrichtung für die Behandlung geleistet wurden. Dort lernte Isaac eine Ärztin und Neuropsychiaterin namens Nicole Brennan kennen, deren Name auf Octavias Ärzteliste erscheint. Die beiden lebten zusammen, bis Brennan eine Beförderung annahm und auf die USG Ishimura versetzt wurde. Pearls Rückkehr von seinem ausgedehnten Einsatz fiel mit Octavias Entlassung aus dem Krankenhaus zusammen. Pearls Dienstzusagen sind nach wie vor geheim und wenn er sich nicht Isaac anvertraut hat, hat er seine Geheimnisse mit ins Grab genommen. Oh, der Vater von Isaac ist tot. Die nächsten Aufzeichnungen, die wir haben, sind die Todesanzeigen von Pool und Octavia. Oh, beide tot. Krass. Die Leichnam wurden zusammen mit dem gesamten Nachlass des Clarks in die Obhut der Unitology-Kirche übergeben. Offenbar auf Wunsch von Octavia. Isaac wiederholte Bitten um die Rückgabe der sterblichen Überreste seiner Eltern scheinen ignoriert worden zu sein. Da die Kirche jegliche Nachforschung über ihre Mitglieder verweigert, ist die Todesursache unbekannt. Insgesamt ist Isaac mehr als qualifiziert für einen Job wie den auf der Ishimura. Allerdings würde ich mit ihm eher über Politik als über Religion sprechen. Kendra Daniels. Ich werde in der kurzen Zeit nicht viel herausfinden, aber Darton schwört auf sie. Anscheinend ist sie aufgrund seiner Empfehlung über der Mission dabei. Wenn er denkt, sie hat das Zeug dazu, kann ich kaum widersprechen. Krass, über uns so eine Riesenakte und über Kendra Daniels, ja moin, ist cool. Alter, was ist denn das hier, ey? Erstmal hier Beats bei Dr. Dre oder was? Schön einfach liegen lassen. Hatten wir schon mal, ey. Ganz kurze Anekdote nochmal. Eines Abends, wir fahren mit der U-Bahn bis Endhaltestelle und ich sehe oben Kopfhörer baumeln an den oberen Stangen, wo man sich festhalten kann. Der eine oder andere kennt sowas in den U-Bahnen. Die Begleitstangen baumelten Kopfhörer. Haben wir uns gedacht, okay, ich gucke mir die an. Marke kannte ich nicht. Marke plus Produkttypnummer, sowas wie Bose 600, sage ich jetzt mal, stand da drauf. War halt nicht Bose, sondern irgendwas anderes. Wir klopfen beim Lokführer, sagen, hier hat einer seine Kopfhörer verloren. Können Sie ja vielleicht mal irgendwie ins Fundbüro bringen oder so. Ja, ja, okay, alles klar, danke. Ich nehme bei Google am Aufschmeißen 600 Euro Kopfhörer. Lässt jemand in der U-Bahn liegen. Wie dumm muss man sein, bitte? 600 Euro Kopfhörer. Ich würde mit so einem Ding noch nicht mal U-Bahn fahren. Ich würde da zu Hause bleiben und nur zu Hause meine Musik hören. Unterwegs reichen doch irgendwelche in ihr Kopfhörer. Weil es gibt doch kein portables Gerät, das sowieso die Qualität widerspiegeln kann, wie du mit 600 Euro Kopfhörern erreichen möchtest. Ist doch nur Status. Die würde ich doch mit einer Anlage verbinden oder mit einer geilen PC-Anlage meinetwegen, mit guter Soundqualität und Mischpult und allem drum und dran. Aber noch nicht in der fucking U-Bahn. Am besten noch mit einem Apple-Handy dann irgendwie einfach hier. Beste Quali, lol. So. Kumpel Blase. Was hast du da? Ist das Blut? Haley, hör mir zu. Die Ishimura ist voller... Das sind Monster. Hast du nichts gehört? Was? Nein, die Kommunikation ist tot. Isaac! Wir müssen die Kellyen reparieren. Hast du einen Schadensbericht? Ja, da ist er. Ich hätte mitkommen sollen. Schadensbericht? Ah, da. Was ist das? Oh Gott. Der Singularitätskern. Los! Nein, kurze Pause. Entschuldigung, ich habe gerade gepopelt. Ah nein, ich muss ihn kurz von meiner Hand abspielen, sonst fasse ich den Controller nicht ab. Ich wusste nicht, dass die Filmsequenz zu kurz geht. Das war's dann mit der Kellyen. Und einer noch für dich, mein Freundchen. Und du springst aber auch gut, wa? So, Fräuleinze. Isaac, was ist denn da unten los? Wir haben Johnson verloren. Die Kerlchen auch. Der Singularitätskern ist überlastet. Die Kerlchen war unser einziger Ausweg. Wir sind gefangen. Nein. Ich verliere nicht zwei meiner Leute ganz umsonst. Kann uns der Hauptrechner helfen?
Kein Stück. Die Primärsysteme sind gesperrt. Mit den Codes des Captains. Suchen wir Captain Matthias. Track sein Rig. Okay. Okay, hier. Captain Benjamin Matthias. Standort Krankenstation. Hier steht, er ist verstorben. Sogar der Captain. Oh Gott. Isaac, du bist mehr dran als wir. Du kannst durch den Wartungsraum zurück. Finde die Leiche des Captains und hol dir seinen Rig. Mit den Codes können wir... Was war das? Jetzt hat Cranky Station. Okay. Der ist schon geil. Wenn er jetzt auch reden kann, finde ich das richtig knorkig, muss ich gestehen. Sehr gut. Jetzt wieder Strom. Ich kann speichern. Das ist schon mal sehr wichtig. Damit will ich aber sagen, wir beenden den Part hier heute erstmal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, ihr geilen Eierhälse, an dieser Stelle wieder mit The Binding of Isaac, wollte ich gerade sagen. Ähnlich gut. Dead Spatze, natürlich, tote Spatze im Weltraum. Auf dann auf bald, auf Wiedersehen, ihr geilen Eierhälse. Tschüss, Sikowski. Blablabla.